Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe der Beauty Couch. Und wie immer nehmen Denise Bassler und die Gabriele Fuchs darauf Platz. Und ich tue das heute besonders froh gelaunt, weil nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und war ja schon bei der letzten Folge Urlaub, oder? Ja, und ich freue mich. Heute sieht es ja bei uns hier ein bisschen grau aus, aber es gibt ja südlichere Gefilde, die gar nicht so weit weg sind mit dem Auto, nur 4 Stunden, in denen dann die Sonne lacht. Und das freut mich natürlich besonders. Nee, wir sind nicht neidisch, ja. Sehr gut. Ja, also auf jeden Fall wollten wir heute nochmal über das Thema Sommer, Sonnensünden, Sommersünden wollten wir sprechen. Und ich weiß, Denise, da liegen Ihnen ein paar Sachen so richtig auf der Leber. Ja, was heißt richtig auf der Leber? Aber was gibt es denn noch außer, also ich finde, die größte Sommersünde sind die Sandalen in den Socken. Aber es gibt nur die Männer. Mehr, genau. Oder? Also ich finde schon, ich glaube, ich habe noch keine Frau jemals gesehen mit Socken in den Sandalen. Also dann kriegen jetzt gerade mal die Männer ihr Fett ab. Die kriegen ihr Fett ab, ja. Das finde ich ganz schlimm. Das ist die größte Sommersünde für mich, die es gibt. Aber wir haben ja noch andere. Ja, zum Beispiel wäre? Also für mich ist noch eine Sommersünde auf jeden Fall Peeling, chemische Peelings. Okay, ist jetzt aber wirklich ein faktisches, also nicht nur ein, das, ich finde es gut oder ich finde es schlecht, sondern das ist jetzt tatsächlich... Nee, das ist eine Sünde, Punkt, Schluss, aus. Man sollte keine chemischen Peelings im Sommer machen. Nein, greift die Haut an. Und macht die Haut natürlich noch dünner und damit anfälliger für die Sonne. Ja, definitiv. Also und da muss man echt aufpassen. Also man sollte ja eh schon aufpassen, gerade im Sommer, was Sonnenpflege anbelangt, aber noch ein chemisches Peeling drunter ist dann ein No-Go. Mhm. Ja, und was haben denn die Damen an Sommersünden, die sie so richtig aufregen können und auf die Palme bringen? Also ich weiß, es ist eine... Nee, auf die Palme bringt sich nicht, weil der Witz ist ja, dass ich es auch mache. Oh. Aber ich weiß, es ist eine Sommersünde, diese BH-Träger in Tops, so, das geht ja eigentlich nicht. Also Spaghetti-Träger und BH-Träger sichtbar. Nee, geht eigentlich nicht. Aber das machen doch alle. Ja, ich mach's auch. Also, ja, aber dann ist es doch eigentlich gar keine Sünde mehr, denn dann ist es einfach angekommen im Mainstream, wie man so schön sagt. Ich weiß es nicht, aber das sind so die Sachen, die eigentlich Sünde sind und trotzdem macht sie jeder. Ja, Bequemlichkeit? Also, ja, zu faul, um die BH-Träger wegzumachen, zu faul, um Spezial-BHs zu tragen. Ja, genau. Ich finde, die rutschen dann halt auch immer, da ist man die ganze Zeit so am Hochziehen. Ja gut, also je größer der Busen, desto eher hat man damit auch ein Problem, das ist richtig. Aber deswegen gibt es ja in der Zwischenzeit diese wahnsinnig schönen farbigen BHs, wo dann die Träger eigentlich ganz apart vielleicht aussehen. Ja, meine sind halt grün, schwarz und weiß. Na ja, gut, also ich glaube, mehr Farben habe ich gar nicht im Schrank. Mir fällt es dann immer auf, wenn ich ein weißes Oberteil anhabe, dass ich denke, oh, ich könnte mal mehr weiße BHs kaufen, weil die grünen und die schwarzen sieht man drunter. Deswegen, also viel Auswahl habe ich da nicht. Okay. Bei mir ist dieses Spaghetti-Top-Thema definitiv seit, würde ich jetzt mal sagen, 10, 12 Jahren schon erledigt. Also ich würde mich nicht mehr damit rumtrauen. Hat einfach mit der gesamten Optik sozusagen zu tun. Und ich finde, man sollte dann einfach darauf verzichten und lieber mit ein bisschen Ärmel oder so. Es sieht schöner aus, also auch wenn es viele Frauen nicht glauben. Ich trage aber auch nicht gern Spaghetti-Tops, von daher ist die Sünde bei mir jetzt eh nicht oft der Fall. Okay. Also eher zu Hause dann und dann ist eher der Jogginganzug oder die Leggings mit dabei, dann ist es eh voll egal. Das spielt dann keine Rolle. Also was so für mich so die Sommersünde ist, ist eigentlich diese wirklich ganz typische Szene am Pool oder am Strand, wenn die, vor allem die Damen, dann kommen, sich aus dem Top schälen und dann im Bikini dastehen und dann anfangen, genüsslich die Sonnencreme auszugraben und dann anfangen, sich einzucremen und Schatz, noch bitte den Rücken. Also, wo ich immer denke, wisst ihr eigentlich gar nicht, dass das viel zu spät ist? Man braucht ungefähr 30 Minuten, bis der Sonnenschutz tatsächlich seine volle Wirkung auf und in der Haut entfaltet. Also die 30 Minuten bin ich sozusagen ungeschützt in der Sonne, bis das wirkt. Das ist ja eigentlich schon mal sträflich. Ich glaube, das wissen aber viele tatsächlich nicht. Also fast alle, die ich im Urlaub sehe,
cremen sich am Strand ein. Also das sehe ich ganz oft. Also ich glaube, das wissen wirklich viele. Super sexy natürlich, ne? Ja klar, aber, ist sexy. Aber ganz ehrlich, also es ist dafür einfach überhaupt kein Grund vorhanden, das so zu machen. Nee. Und eben nicht schon zu Hause, am besten in unbegleitetem Zustand, auch tatsächlich die Sonnencreme oder Sonnenlotion aufzutragen. Ja, man hat halt den Schutz einfach nicht und die ersten paar Minuten reichen, um Schäden an der Haut zu verursachen. Also da braucht es nicht lange dafür. Nein, das ist richtig. Deswegen wäre das schon besser, das stimmt, das ist auf jeden Fall eine Sommersünde. Aber gerade auch, wenn man dran denkt, gerade am Meer, Strand, geht man ja auch zwischendurch ins Wasser. Da verringert sich ja der Schutz insgesamt. Das ist richtig, Schwitzen und Schwimmen lösen sozusagen auch den Sonnenschutz und natürlich das Abtrocknen, spezifisch dann nach dem Schwimmen. Und man darf auch nicht denken, dass man unter Wasser geschützt wäre, weil da gibt es ja auch eindeutige Hinweise, wie lange und wie viel vor allem von den Sonnenstrahlen noch bis in 1 Meter Tiefe, glaube ich, kommt. Ja, da gibt es, glaube ich, was. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wie viel. Das müssten Sie, glaube ich, beantworten. Sie kennen sich da doch besser aus. Ach, Denise. Nee, da bin ich wirklich jetzt raus. Jetzt sind Sie da raus. Ja, wie finde ich denn raus. Das? Also, das ist natürlich jetzt aber ganz schlecht. Dann müssten wir uns mal unterhalten darüber. Also, Wassertiefe bis zu 1 Meter sind noch 50% der UVB-Strahlen voll in ihrer Intensität erhalten. Und bei den UVA-Strahlen sind sogar 80%. Also das heißt, man kann nicht denken, okay, ich tauche mal ab und damit ist alles gut. So funktioniert es leider nicht. Gut, da habe ich auch was dazu gelernt. Aber da gibt es ja auch diese errechnete Zeit, Sonnenkonto. Dass man nicht verlängern oder überziehen kann. Das heißt also, wenn ich da schon drauf geschmiert habe, kann ich nicht nochmal drauf schmieren und dann verlängert sich es einfach nochmal. Nein, es verlängert sich nicht. Also man kann es quasi nicht verdoppeln, indem man zweimal schmiert, sondern man hat eben diese sogenannte Eigenschutzzeit der Haut. Das sind bei hellen Menschen ungefähr 10 Minuten max. Und dann kann ich einen Lichtschutzfaktor, zum Beispiel einen sehr hohen, für den Start mit 50 auftragen. Dann sind es also insgesamt 50 mal 10, sind also 500 Minuten, die ich Schutz habe. Egal, wie oft ich mich einschmiere. Und das sind also 8 Stunden im Wesentlichen. Wenn ich natürlich aber jetzt schon eine halbe Stunde vorher in der prallen Sonne war, dann ist die Zeit natürlich viel schneller rum. Also das heißt, man muss einfach die Regeln kennen, um auch tatsächlich die volle Schutzzeit zu haben. Und da gehört auch dazu, dass man eben genügend vom Sonnenschutz aufträgt. Auch das ist ganz wesentlich, weil ist ja klar, angenommen, du machst eine dünne Schicht drauf, Lichtschutzfaktor 30, dann hat der eben nicht dieselbe Schutzwirkung, wie wenn man entsprechend mehr aufträgt. Da darf man also wirklich nicht den Schotten rauskehren, sondern sollte schon großzügig eincremen. Und man rechnet so ungefähr, also in Esslöffeln, 3 Esslöffel, oder man könnte auch sagen, 9 bis 12 Pumpstöße, wenn man jetzt das zum Beispiel mit einer Lotion macht, die man braucht, um den Körper sozusagen einzucremen. Hängt natürlich auch von der Größe, vom Gewicht und also ja, Männlein, Weiblein sind natürlich auch anders gestrickt, aber so grob. Einfach mal als grobe Richtschnur. Und was man halt nicht vergessen sollte, ist überall. Also Höschenrand, Oberteil nicht vergessen, dass man da drunter geht. Ja, oder so zum Beispiel am Übergang vom Körper zu den Armen. Auch so eine Stelle, die ganz oft mal... Die vergisst man ganz gerne. Ja, deswegen, man sollte sich eigentlich eben nicht am Strand eincremen, weil da hat man ja schon was an, sondern man sollte sich zu Hause, wenn man noch unbekleidet ist, da eigentlich schon überall eincremen. Damit man es halt eben wirklich überall hat. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kinder sind ja da aber nochmal ein ganz anderes Problem, wenn wir gerade davon sprechen, zu Hause eincremen. Die mögen das hier meistens nicht so. Gut, da sind sie sich mit den Männern ähnlich, also auf einer Stufe. In ganz vielen Sachen sind die sich auf einer Stufe ähnlich. Nicht gut, nur beim Eincremen. Aber ich als neue Oma kann das wirklich nur bestätigen. Also es ist immer ein Problem, Kinder dazu zu kriegen, dass man sie eincremt. Also man muss es vielleicht irgendwie ein bisschen interessant machen.
Aber wenn man es nicht tut, ist es eigentlich schon fast ein kriminelles Verhalten. Weil Sonnenbrände und auch Spätschäden, die kann man eben nicht rückgängig machen. Und das muss einfach nicht sein. Also hier sind definitiv die Eltern in der Pflicht oder die Großeltern in der Pflicht, aufzupassen, dass die Kleinen einen sehr hohen Sonnenschutz haben und immer noch der beste Schutz ist, Halbschatten oder am besten Schatten. Dazu gibt es Sonnensegel, man kann sich unter einen Baum setzen. Also man muss die Kinder ja auch nicht in der prallen Sonne sich aufhalten lassen. Es gibt Hütchen, es gibt sogar spezielle Kinderkleidung. Ja, das sind ja so ganze Anzüge, die dann... Kann man alles auch machen, ja. Aber wie gesagt, es schützt halt vor anderen Dingen, wie zum Beispiel eine Dehydrierung, schützt halt auch sowas jetzt zum Anziehen, schützt eben nicht. Und Dehydrierung verursacht Schwindel, Kreislaufprobleme, ja, Hitzeschlag, also man muss halt auch ein bisschen vernünftig in der Sonne sein. Ja, vor allem zwischen, ich sage immer, 12 und 15 Uhr ist so die Zeit, wo man einfach vorsichtig sein sollte. Gerade bei Kindern, aber auch als Erwachsener ist das halt die Zeit, wo man das einfach meiden sollte. Ja, die Ossis sagen ja, between one and three, slip under a tree. Also das habe ich noch gelernt. Kenn ich auch noch, ja. Ja, und die müssten es ja wissen, weil Australien war tatsächlich lange Zeit das Land mit der höchsten Hautkrebsdichte. Und die haben deswegen ihre Bevölkerung ganz intensiv aufgeklärt, dass man eben solche Unvernunft nicht walten lassen sollte. Gibt es einen Unterschied, also einen großen qualitativen Unterschied zwischen teuren und preiswerten Mitteln? Ja, das ist immer so das große Thema. Also muss ich mir die teuerste Lotion, kann ich eine billigere nehmen? Was tut's denn sozusagen? Was brauche ich denn unbedingt? Also ich finde immer, die Stiftung Warentest ist da wirklich ein sehr guter Indikator. Und die machen ja regelmäßig Tests, also 22, jetzt auch 23 wieder. Die sollte man sich einfach anschauen und dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Es ist definitiv so, dass es praktisch kaum ein mangelhaft gegeben hat, also insgesamt wirklich mit sehr gut und gut bewertet wurde. Allerdings, und das ist ein Wermutstropfen, vor allem für die, die gerne Naturkosmetika verwenden, es sind, glaube ich, 3 von 5 Naturkosmetik-Sonnenschutzmitteln durchgefallen, weil sie eben die Lichtschutzzeiten oder Faktoren, die angegeben war, nicht eingehalten haben. Ja, das ist dann immer schade, wenn die Naturkosmetik natürlich durchfällt. Super schwierig. Als Naturkosmetik kannst du diese ganzen chemischen Filter nicht einsetzen. Du kannst also dann nur auf reflektierende Filter, Titandioxid zum Beispiel, die dann auch entsprechend weißeln, kannst du dich zurückziehen. Also da gibt es dann einfach nicht viele Möglichkeiten. Und deswegen scheitern die oft daran, dass sie das eben nicht hinbekommen. Ja, gut. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Tipps, wie man sich im Sommer dann wohlfühlt und auch die Haut vor allem schützt. Und ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen in vor allem ein Creme, ausreichend Creme und Lotion auftragen und im Lichtschutzfaktor einfach aufpassen. Ja, also immer einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor verwenden. Kleidung schützt zwar generell, aber auch nur, wenn sie dicht genug gewoben ist. Ja, so ein durchsichtiges Blüschen hilft halt auch nicht weiter. Ja. Weil sie Baumwolle ist zwar angenehm zu tragen, aber kein Sonnenschutz, das steht auf jeden Fall fest. Am besten, man geht einfach nicht in die pralle Sonne und schon gar nicht um die Mittagszeit. Dann je kleiner der Mensch, desto weniger Sonne sollte er abbekommen. Desto höher muss auch auf der anderen Seite der Lichtschutzfaktor sein, den es braucht, um ihn wirklich wirkungsvoll zu schützen. Und man mag jetzt kein Huttyp sein, also ich bin es auch nicht. Ich auch nicht. Manche Leute sagen, sie sehen damit aus. Aber mit dem Hut kann man im Sommer wirklich nichts falsch machen. Weder beim Sport noch beim Sonnenbaden. Im Garten. Im Garten auch, ja. Ich habe am Wochenende gegärtnert, also auch da ist es wichtig. Weil er schützt den Kopf. Männer tendieren ja ab einem gewissen Alter zur Glatze, also da kommt man dann auch mit der Sonnencreme nicht so ganz lang. Es schützt aber auch die Ohren und verhindert letztendlich auch Kreislaufprobleme durch zu viel Sonne auf dem Kopf. Also von daher. Und
natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, ist einfach genügend trinken. Und das vergessen viele Menschen. Also am besten macht man sich quasi so ein Feuchtigkeitskonto schon mal am Morgen, trinkt Tee oder Wasser, einen halben Liter. Dann nimmt man sich auf jeden Fall eine große Flasche mit. Entweder Wasser, auch da sehr gut, oder ein Saftschorle, hilft auch. Und trinkt eben immer wieder nach. Ja, ganz wichtig auf jeden Fall das Trinken. Ich merke es bei mir selber immer. Ich gehöre nämlich zu der Sorte, die immer vergisst. Kein Durst? Nein, ich habe keinen Durst. Passiert Männern auch nicht so häufig wie Frauen. Ja, es sind mehr Frauen, glaube ich, auch. Also alle Freunde, mit denen ich spreche, Männer trinken immer genügend. Aber alle Freundinnen, die ich habe, die sagen auch immer, die trinken nicht genug. Und ich bin auch so jemand. Ich merke dann mittags um 12, ich kriege Kopfweh und denke dann, ja, hast auch nur ein Glas Wasser getrunken. Ja, braucht man sich dann auch nicht zu wundern. Nee. Aber es ist so, dass man das eben leicht vergisst und der Körper erst dann ein Durstgefühl entwickelt, wenn er definitiv schon zu wenig Flüssigkeit hat. Das heißt, dann ist es eigentlich schon zu spät. Mhm. Und das sollte man auch versuchen zu vermeiden. Und klar, im Sommer bei Temperaturen jetzt 26, 27, 28 Grad schwitzen wir einfach sehr viel Feuchtigkeit raus. Übrigens auch Mineralien, die wir dann versuchen sollten, am besten über Mineralwasser wieder zu ersetzen. Deswegen, also Bier, auch alkoholfreies, ist dann jetzt nicht wirklich das Mittel der Wahl. Nee, nicht unbedingt. Aber es schmeckt im Sommer ganz gut, so ein kaltes Radler. Ja, das ist auch was Feines, das gebe ich ja zu. Mache ich auch ganz gerne. Aber wie gesagt, man sollte sich doch hauptsächlich auf so ganz schlichte Getränke wie Wasser oder Tee, da gibt es ja auch schönen Eistee mit Zitronensaft und so, gibt es ja tolle Sachen, kann man ja machen. Oder mit Ginseng, also auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten heute. Sollte man einfach da vernünftigerweise sich in der Richtung umsehen und Alkohol nach Sonnenuntergang konsumieren, aber nicht unbedingt vorher. Ja, kein Bier vor 4. Das ist ein Spruch, den kannte ich jetzt auch noch nicht. Kennen Sie nicht? Nein, den kann kein ich Bier nicht. Vor 4, das sagt dann immer jeder, irgendwo auf der Welt ist es schon 4. Wenn man mittags um 2 schon anfängt. Okay, also dann kein Bier vor 4. Das ist jetzt was, das kann ich mir jetzt auch gut merken. Also auf jeden Fall, bevor ich wieder in den Urlaub starte. Wird die Sonnencreme eingepackt? Auf jeden Fall, also das ist gar keine Frage. Dann, ich werde viel Fahrrad fahren auch und mit Helm natürlich. Ich meine, das schützt zumindest den Kopf auch. Und ich weiß einfach speziell die Nase, da muss ich sehr aufpassen, dass ich da auf dem Nasenrücken keinen Sonnenbrand bekomme. Das sind so die Highlights für mich, also wo ich einfach weiß, da bin ich eher so ein bisschen nachlässig mal gewesen. Aber sollte eben für die Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja, Spaß muss sein, auch in der Sonne. Und ich finde, wenn man gut geschützt ist, hat man diesen Spaß. Vor allem später. Das sind ja meistens Langzeitfolgen. Ja, und ganz ehrlich, also so angenehm ist jetzt ein Sonnenbrand. Und wenn es nur ein paar Quadratzentimeter Haut sind, die was abgekriegt haben, ist der nicht wirklich. Ne? Also jeder, der schon mal einen hatte, der weiß, wie unangenehm ein Sonnenbrand wehtut. Von daher, ich denke, wir haben heute jetzt nochmal ein Thema aufgegriffen, Denise, was brandaktuell und brandgefährlich sein kann. Also von daher glaube ich, dass wir heute unsere Couch zusammenklappen. Wobei, es ist ja keine Klapp-Couch, ne? Es ist keine Klapp-Couch. Es war ja nie eine Couch eigentlich. Es war eigentlich nie eine Couch. Photoshop sei Dank. Wie haben wir denn eigentlich die Couch hingekriegt, Denise? Das war ja dieser eine grüne Sessel und wir wollten ja eine Couch. Also hat der Fotograf dann aus einem grünen Sessel eine Couch gebaut. Es ist fantastisch. Aber ich finde, es sieht gut aus. Also ich sehe es nicht. Also ich finde, die Couch ist super geworden. Ich finde es unglaublich, was es mit Photoshop alles zu machen gibt. Einiges. Und ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja noch ein paar andere Sachen vor uns, wie KI. Und wir können heute Filmstars, die schon 30 Jahre tot sind, können wir quasi wieder auferstehen lassen. Und wie nennt man das? Rendern oder wie? Oder
keine Ahnung, also auf jeden Fall, denen kann man quasi wieder Sachen in den Mund legen, dass sie das sagen können. Ich finde es aber ganz schlimm. Ja, also hat ja nichts mehr mit der Sache Film zu tun. Das Problem ist, alles, was technisch möglich ist, wird leider auch gemacht. Ja, aber sehr schade. Ja. Anderes Thema, aber sehr, sehr schade. Dass also das heißt, Denise, wir kommen dann in 30 Jahren vielleicht auch wieder zurück. Ja, mit unserer Stimme. Die Leute generieren das im Internet. Und, ach, der Wahnsinn. Ja. Gut, also ich wünsche auf jeden Fall allen draußen im Sommer viel Spaß. Ein geschütztes, sicheres Vergnügen in der Sonne. Sonnenbrandfreie Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns, hören uns. Nach Ihrem Urlaub wieder. Ja, nach meinem Urlaub wieder. Aber so lange bin ich ja nicht. Ist ja nicht, als hätten wir das letztes Mal auch schon gesagt. Okay, also, und wenn ihr sonst uns was beibringen möchtet zum Thema Sonne, was wir jetzt noch nicht kannten, so wie dann das gerne. Bier nach vier, ja. Dann gerne vielleicht schreiben an debassler@webportales.com. Genau, oder auf Instagram kommentieren. Oder gfuchs@webportalis.com, dann könnt ihr uns direkt erreichen und mal was reingeben. Und jetzt würde ich sagen, wir halten das mit Zeus und Wirbitzki von SWR3, die immer um 10 in die Morgensonne reiten. Ja, dann machen sie das mal. Und reiten jetzt einfach mal los. Also, und reiten sonnengeschützt los. Bis dann bis und dann. Tschüss. Tschüss. Some, 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 some.